So Leute, moin und herzlich willkommen zurück bei Lucky in Spawn. Ich bin euer Bombe und wir machen heute ein geiles Aerial Dribbling Tutorial für Anfänger in Rocket League, Leute, ja. Aber zunächst die Werbung von unserem Sponsor. So Freunde, ihr kennt das alles bereits, aoeah.com, eine geile Seite für Ingame-Items, unter anderem eben auch für Rocket League. Und bei eurem nächsten Einkauf dort erhaltet ihr mit dem Rabattcode BOMBAY 3% Rabatt, also geht erstmal schön shoppen. So Freunde, da bin ich dann auch schon wieder. Wir machen heute Airdribble für Anfänger, Leute. Weil das im Stream am letzten Sonntag angefragt worden ist, habe ich mir gedacht, mache ich mal spontan ein Airdribble-Tutorial. Ich habe mir jetzt im Vorfeld noch einige Tutorials angeguckt, vorzüglich amerikanische, weil ich einfach denke, der amerikanische Markt ist bei Rocket League einfach viel, viel ausgeprägter als der deutsche. Und deswegen hole ich mir immer gern Zusatzinfos über amerikanische Videos, Leute. Dieses Tutorial ist also eine Mischung aus dem, was Leute schon in ein Tutorial eingebaut haben und aus Sachen, die ich mir individuell denke bei Aerial Tutorial Dribblings, Leute. Und ich bin der Meinung, ich kann euch damit wirklich weiterhelfen. So Leute, als allererstes kurz ein Vorwort. Wann sollte man Aerial Dribblings machen? Wann sind die nötig? Wann muss man die können? Ganz ehrlich, wirklich nötig sind Aerial Dribblings meiner Meinung nach erst irgendwo so im späten Diamond und im Champion-Bereich, ja, wirklich nötig, ja, aufpassen. Es schadet natürlich nicht, wenn man Aerial Dribblings schon vorher machen kann. Aber, Freunde, was müsst ihr dafür können? Wenn ihr jetzt blutige Anfänger seid, also wirklich gerade erst Rocket League angefangen habt, 10 Stunden Rocket League spielt und ihr wollt jetzt Aerial Dribblings machen, ganz ehrlich, das ist wahrscheinlich der falsche Ansatz für euch. Ihr müsst so Basic Car Controls drauf haben, ja, das heißt einfach mal mit eurem Auto hochspringen, das irgendwie neu justieren und dann wieder auf allen vier Rädern landen, ja, Leute, das sollte für euch schon mal kein Problem sein. Darüber hinaus halt so ein normaler Doppelsprung, vielleicht schon mal die Nase so ein bisschen hochziehen beim Doppelsprung, das sollte für euch alles schon drin sein, bevor ihr so ein Tutorial zu Air Dribble macht, Leute. Auch mal ruhig so von Boden starten, so ein bisschen boosten, so ein bisschen an Höhe gewinnen, das sollte für euch schon mal alles kein Thema sein, wenn ihr so ein Aerial Dribbling Tutorial halt guckt, Leute. So Leute, dann gehen wir mal ein Stück weiter und zwar, wir werden heute in diesem Video uns mit zwei Trainingssequenzen helfen, die mir auch extrem geholfen haben in Sachen Aerial Dribbling in der Vergangenheit, Leute. Und zwar als erstes mal dieses von Flump oder Flump oder wie auch immer man ihn ausspricht. Ich werde den Code jetzt nochmal ranzoomen, also Code abfotografieren oder Code aufschreiben oder so, dann könnt ihr diese Trainingssequenz finden. Genauso wie diese Trainingssequenz. Auch hier bitte den Code irgendwie abfotografieren oder aufschreiben, dann könnt ihr diese Trainingssequenzen finden. Achtung, ich weiß nicht, ob das Crossplay-mäßig funktioniert. Das heißt, ich weiß nicht, ob diese Trainingssequenzen auch auf der PS4 oder auch auf der Xbox und so weiter zu finden sind, Leute. Ich spiele hier auf PC. Ist aber gar nicht schlimm. Ihr werdet gleich in den Trainingssequenzen feststellen, dass ihr die ganz, ganz easy nachstellen könnt, Leute. Ja, ihr könnt ja eben selber Trainingssequenzen erstellen und es ist wirklich leicht, diese Ausgangssituation, die wir jetzt in den Trainingssequenzen haben, nachzustellen. Gar kein Problem. So, und dann gehen wir als allererstes mal in diese Trainingssequenz rein. Wir werden nämlich jetzt erstmal das Aerial Dribbling vom Ground abfertigen, Leute. So Leute, Punkt Nummer 1, bevor ich jetzt irgendwas drücke, bevor wir irgendwie anfangen. Es ist meiner Meinung nach, Leute, meinem Empfinden und auch dem Empfinden vieler, vieler Rocket League-Spieler leichter, wenn ihr die Ballkamera ausschaltet beim Aerial Dribbling, Leute. Beim Ground Aerial Dribbling. Bei Wall ist wieder eine ganz andere Geschichte, kommen wir später zu. Also, stellt die Ballkamera aus. Ja, ihr werdet feststellen, wenn ihr die Ballkamera anhabt, das werde ich jetzt mal eben simulieren. Und wenn ihr dann auch so ein Ballfahrt, seht ihr, und ihr überholt den Ball, dann dreht sich die Kamera, das ist sehr, sehr unangenehm für euch, um dann noch irgendwie das Aerial Dribbling zu retten oder so. Dann dreht sich die Kamera und alles ist eigentlich für den Arsch, Leute, und ihr könnt das Aerial Dribbling von vornherein vergessen, Leute. Also, mein Tipp an euch, schaltet die Ballkamera aus. So, und dann gehen wir jetzt mal ganz, ganz simpel und Schritt für Schritt hin. Das habe ich nämlich in einem amerikanischen Video eben gesehen und das fand ich sehr, sehr gut, wie man da an die Sache rangegangen ist. Wir machen das jetzt wirklich absolut Schritt für Schritt, Leute. Schritt Nummer 1. Lasst den Ball tupfen, ja, und ganz wichtig, nachdem der Ball getupft ist, geht ihr hin und macht einen Doppelsprung unter den Ball, um den Ball so in die Luft zu befördern. Ich mache das mal eben vor. So, einfach nur so hingehen, zack, unter den Ball, Doppelsprung, zweimal X drücken oder zweimal Sprung drücken, was auch immer bei euch Sprung ist. Einfach nur so, Leute, kein Stick, kein Boost, kein gar nichts. Warum machen wir das Ganze, nachdem der Ball getupft ist? Ganz, ganz einfach, Leute, weil der Ball in diesem Moment, wo er getupft ist, Momentum nach oben hat.
Er tupft also und geht dann wieder nach oben, Freunde, ja. Wenn ihr einen Aerial Dribbling anfangen möchtet, wenn der Ball runterfällt und ihr wollt unter dem runterfallenden Ball springen, das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und das werden wir in diesem Tutorial nicht machen, weil sonst wäre das einfach nicht mehr für Anfänger, Leute. Deshalb nach dem Tupfer. So, ihr geht also einfach hin, macht diesen Move so lange, bis ihr den vernünftig drauf habt, bis ihr wirklich so in der Luft, wie ich das jetzt bin, so zack, unter dem Ball seid. Ganz, ganz einfach, Leute, Schritt für Schritt. So soll das dann im Endeffekt aussehen bei euch. So, Leute, und jetzt gehen wir hin und bauen eine Taste mehr ein, beziehungsweise eine Richtungsbewegung, eine Bewegung mehr ein, nämlich den linken Stick. Und zwar geht es jetzt darum, dass ihr die Nase hochzieht, nachdem ihr den Ball mit dem Doppelsprung in die Luft befördert habt, ja. Also einfach mal, ich mache das jetzt mal ohne den Ball, einfach so, Nase hochziehen. Nicht ganz so weit, so, dass ihr ungefähr so 45 Grad habt, sag ich mal, mit der Nase, ungefähr. Also unter dem Ball, Doppelsprung, Nase hochziehen. Doppelsprung, Nase hochziehen. Doppelsprung, Nase hochziehen. So soll das dann ungefähr aussehen, ja? Zack. Ganz, ganz easy, Leute. Und auch das macht ihr bitte so lang, bis das für euch drin ist, Freunde. Bis ihr das wirklich verinnerlicht habt. Bis ihr von der Scheiße träumt, Freunde, ja? Und das meine ich wirklich ernst, weil Rocket League ist nun mal ein Spiel, was man trainieren muss. Und häufige Fehlerquellen an dieser Stelle sind, wenn ihr die Tasten nicht vernünftig timet, wenn ihr einen Backflip macht, ja, also so und so. Ihr dürft den Stick natürlich erst nach oben ziehen oder die Schnauze des Balls erst nach oben ziehen und dementsprechend den Stick erst nach hinten machen, wenn ihr den Doppelsprung bereits ausgeführt habt. Weil sonst macht ihr einen Backflip und auch an dieser Stelle ist das Aerial oder das Aerial Dribbling komplett für den Arsch. Ja, also kriegt das Timing raus, dass ihr keinen Backflip macht, sondern erst Doppelsprung, dann die Nase hochziehen. Ganz, ganz easy, Leute. Und so soll er dann ungefähr aussehen, wenn ihr das richtig könnt. So, Freunde, wenn ihr das dann drauf habt, gehen wir hin und bauen eben den Boost mit ein, Leute. Und beim Boost gibt es auch wieder einiges zu beachten, Leute. Ja, also ihr geht jetzt hin, macht folgendes, Doppelsprung unter den Ball, Nase hochziehen, boosten. So, jetzt werde ich mal hingehen und ein bisschen Boost mit einbauen. So. Und ihr seht auch jetzt schon, und das ist das häufigste, der häufigste Fehler überhaupt, der bei mir jetzt auch aufgetreten ist. Ihr habt jetzt gerade gesehen, dass ich den Ball selber überhole. Das ist schon mal Punkt 1 der häufigsten Fehler, die beim Aerial Dribbling passieren. Dass ihr selber schneller werdet als der Ball. Dass ihr unter dem Ball durchfliegt, das wollen wir natürlich nicht, Leute. Ja? Das soll dann ungefähr so aussehen. Und ihr müsst auch, Leute, in diesem Tutorial gar nicht versuchen, also nicht auf Teufel komm raus versuchen, den Ball aus dieser Distanz ins Tor zu tragen. Das dient erstmal dazu, dass ihr ein Gefühl für den Ball bekommt. Und dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, den Ball überhaupt verlässlich in der Luft zu halten, Freunde. So, Freunde, das wird bei mir jetzt vermutlich ein bisschen einfacher aussehen, als das bei euch gerade aussieht, wenn ihr das wirklich zum ersten Mal macht, Leute. Es gibt nämlich einige Dinge, die man beim Boosten beachten muss, Freunde. Ihr wollt, gerade beim Aerial Dribbling, oder beziehungsweise auch beim Ground Dribbling natürlich, aber gerade beim Aerial Dribbling wollt ihr den Ball nicht zu weit von eurem Auto wegschießen. Mit jedem Touch riskiert ihr eben, dass ihr den Ball etwas zu weit wegschießt. Wie verhindern wir das, dass der Ball zu weit von eurem Auto wegprallt bei jedem Touch, Leute? Ihr müsst euch angewöhnen, und das ist halt wirklich eine hochwichtige Faustregel beim Aerial Dribbling, ihr müsst euch angewöhnen, die Geschwindigkeit von dem Ball zu matchen. Also, dass ihr die gleiche Geschwindigkeit fliegt oder fahrt, wie der Ball eben. So holt ihr den sanftesten Touch raus, der an dem Ball möglich ist, Leute. In diesem Zuge gebe ich euch jetzt einen Tipp mit, Leute, der auch wirklich richtig, richtig viel wert ist. Ganz, ganz easy, zwischendurch, bevor ihr den Ball toucht oder eben in dem Moment, wo ihr den Ball toucht, lasst ihr Boost los, damit ihr das Momentum, damit ihr diese Geschwindigkeitsaufnahme von dem Boost eben nicht mehr habt.
Ja, das heißt, ihr verliert Momentum, dadurch prallt der Ball aber sanfter an eurer Front, an der Autofront ab, sodass ihr den Ball eben nicht mehr so weit nach vorne schlagt, ja. Ich werde das jetzt mal versuchen zu demonstrieren, indem ihr mal so ein bisschen auf meinen Boost achtet. Seht ihr, ich lasse halt Boost los, wenn ich den Ball touche, damit der mir eben nicht zu weit entgleitet. Ja, und ihr könnt auch hier ganz gut sehen, auch mir passiert das durchaus, dass ich den Ball überhole. Das kann auch durchaus passieren, Leute, das ist ein Fehler und aus Fehlern muss man halt einfach lernen. Ja, achtet mal darauf, wann ich booste, wann und wie ich booste. So, ich versuche halt wirklich den möglichst sanftesten Touch an den Ball rauszuholen, indem ich Boosten auch gerne mal unterbreche, Leute. Und das ist halt wirklich eine Sache, das kann ich euch zwar jetzt sagen, aber es wird richtig schwierig für euch sein, das in der Praxis anzuwenden. Das müsst ihr einfach üben, Leute. Das müsst ihr üben, um dann hinterher im laufenden Spiel einschätzen zu können, wie hart ihr den Ball für den gewünschten Touch eben treffen müsst, Leute. Ja? So, also rekapitulieren wir nochmal, was wir jetzt gerade gelernt haben. Erstens, Ball in die Luft befördern. Das machen wir in diesem Zuge einfach mit einem Doppelsprung, weil der Ball tupft. Nach dem Tupfer hat der Ball sowieso Momentum nach oben, dann darunter springen. Zweitens, das Auto ausrichten. Also Schnauze nach oben. Ja. Drittens, boosten. Aber eben nicht auf Teufel komm raus, einfach sinnlos den Boost-Knopf durchdrücken, sondern darauf achten. Wie schnell ist der Ball? Wie feste will ich den Ball jetzt gerade treffen? Und gegebenenfalls dann entsprechend reagieren und boosten, unterbrechen, sodass ihr eben nicht zu viel Momentum, zu viel Kraft auf den Ball gebt, sodass er euch zu weit wegspringt, Leute. Ja? Und wenn ihr das alles gemeistert habt, Leute, und das passiert in diesem Video jetzt eben innerhalb von, weiß ich nicht, wie lange das Video sein wird, 10, 15 Minuten, ganz ehrlich, das ist ein Prozess über Tage, wenn nicht sogar Wochen, über wirklich etliche Spielstunden in Rocket League, bis ihr da ein vernünftiges Gefühl für habt, wie und wann ihr boosten müsst, wie ihr den Ball zu treffen habt. Wie ihr den Ball zu treffen habt, Leute, ganz, ganz wichtiges Stichwort. Ihr müsst euch vorstellen, der Ball will ja durch die Schwerkraft nach unten. In Rocket League existiert eben Schwerkraft, das heißt, der Ball möchte nach unten fallen. Ihr müsst den Ball daran hindern. Das heißt, ihr müsst den Ball A auf der Schnauze tragen. Das heißt quasi unter dem Ball sein, sodass der Ball eben nicht nach unten kann. Und B, wollt ihr auch noch eine gewisse Vorwärtsbewegung generieren. Ja, ihr wollt ja den Ball in eine gewisse Richtung tragen. Meistens eben aufs Tor tragen, Leute. Ja, das heißt, ich werde euch jetzt mal an dem Ball auf dem Bildschirm einen Punkt markieren, wo es eigentlich am besten ist, den Ball zu transportieren, Leute. Nämlich irgendwo so, wenn wir den Ball jetzt mal kreismäßig auf 360 Grad verteilen, ja, dann irgendwo so unten ist 180 Grad, oben ist 0 Grad, dann würde ich sagen so irgendwo so 160 Grad oder so vom Ball. Das versuche ich euch jetzt auch nochmal irgendwie zu zeigen. Ihr werdet auf jeden Fall auch schnell merken, wenn ihr den Ball eben nicht an der richtigen Stelle trefft, Leute. Jetzt war zum Beispiel viel zu weit von unten. So ist ganz gut. Jetzt überhole ich schon wieder den Ball, also schlecht. Ja. So, jetzt muss ich wieder den sanftesten Touch rausholen. So, und das war jetzt schon ein bisschen Freestyle, beziehungsweise mit ein bisschen Bewegung drin. Das ist natürlich für Anfänger erstmal völlig unmöglich. Deswegen fokussieren wir uns darauf, das Auto nicht groß zu manövrieren in der Luft. Ja, Leute, das soll dann ungefähr genau so aussehen. Ungefähr genau so ist auch eine präzise Aussage. So Leute, und an dieser Stelle gebe ich euch auch nochmal einen ganz, ganz wichtigen Tipp mit, den ich auch schon öfter mal angesprochen habe, Leute. Und zwar, seid in der Luft, also beim Aerial Dribbling, seid lieber etwas zu langsam als zu schnell. Mit einem ganz einfachen Grund, Leute, wird euch sofort einleuchten, weil ihr habt in der Luft eben keine Bremse. Auf dem Ground, klar, könnt ihr Bremse nehmen, dann werdet ihr langsamer. In der Luft könnt ihr das nicht. In der Luft ist eure einzige Möglichkeit, irgendwie einen Vorschub zu generieren oder auch eben euch irgendwie abzubremsen, indem ihr boostet. Ja, das heißt, seid lieber ein bisschen langsamer und gleicht dieses langsamer sein mit ein bisschen mehr Boost aus, dass ihr nochmal ein bisschen nachboosten müsst, als wenn ihr viel zu schnell seid, vielleicht auch viel zu schnell in Supersonic seid und euch dann gar nicht mehr abbremsen könnt, Leute. Ja. Ja, auch jetzt wieder schön zu sehen gewesen, wie ich halt immer das Boosten unterbrochen habe, weil ich gemerkt habe, okay, wenn ihr jetzt mehr boostet, dann geht der Ball dir flöten.
So Leute, so viel zum Ground Dribbling. Wie gesagt, ihr werdet das üben müssen, Freunde. Das ist eine Gefühlssache, das kommt nicht von heute auf morgen. Ihr müsst da wirklich hunderte Stunden, sage ich jetzt einfach mal, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ihr müsst wirklich viele, viele Stunden in Rocket League versenken, um dieses Gefühl zu perfektionieren. Guckt euch Squishy an, guckt euch Jayzer an oder so, die haben das perfektioniert, die zocken aber auch schon seit 5000 Stunden Rocket League und vor allen Dingen auch hochaktiv und eben auch professionell, Leute. Ja. So viel aber zum Ground Dribbling. Schließen wir das Thema mal ab und wir wechseln dann die Trainingssequenz, Leute.